Hast du gewusst, dass Katalyse nahezu allen Dingen unseres Alltags steckt? Tatsächlich wird fast überall ein Katalysator eingesetzt. Für die Herstellung von all diesen Produkten hier und sogar in modernen Haushaltsgeräten wie diesem Backofen. Bei der Katalyse setzen sich Gase auf den Edelmetallkatalysator und reagieren an dessen Oberfläche, dem sogenannten aktiven Zentrum. Der Katalysator beschleunigt so die chemische Reaktion und das, ohne dabei selbst verbraucht zu werden. Durch Katalysatoren lassen sich Energie sparen, Produkte gezielter herstellen und die Umwelt sauber halten. Katalysatoren sind deshalb essentielle Bestandteile in der chemischen Industrie. Über den Prozess der Katalyse ist schon viel bekannt. Man weiß, was reinkommt, man sieht, was rauskommt, aber der Katalysator selbst wird häufig noch als Blackbox betrachtet. In TrackAct wollen wir in diese Blackbox hineinschauen. Wir wollen das aktive Zentrum des Katalysators genau verfolgen und besser verstehen. Und das auf verschiedenen Längenskalen. Auf atomarer Ebene im Nanometerbereich, als Pulver im Mikrometerbereich und als Wabenkörper im Millimeter- bzw. Zentimeterbereich. Bei uns in TrackAct arbeiten Personen aus ganz verschiedenen Disziplinen zusammen. Von Ingenieurwesen über Verfahrenstechnik hin zur Chemie, Materialwissenschaften, aber auch Informatik. Durch diese interdisziplinäre Herangehensweise gelangen wir zu einzigartigen Erkenntnissen über die Funktionsweise des aktiven Zentrums. So können wir ein Fundament schaffen, um zukünftig äußerst präzise Katalysatoren herzustellen, die sich optimal an den Betrieb anpassen. Mit Hilfe von TrackAct leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Ressourcen- und Energieeffizienz, fördern die Energiewende und tragen zu einer sauberen Umwelt bei.